Und da sind wir auch schon wieder zurück. So. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, was ich machen wollte, könnte, sollte. Erstmal die ganzen Ladebildschirme wieder überspringen. Spielgeschwindigkeit schnell. Achso, ja klar, da war ich ja schon. Gut. Wo ich aber noch nicht war, war in meinem Gastraum. So. Was machen eigentlich die Spione? Die sind unterwegs und suchen nach Verbrechen. Na gut. Müssen auf jeden Fall mal die Kellerstube renovieren. Genauso wie das Bankhaus. Denn es ist tatsächlich gerade beim Bankhaus so, wenn das zu sehr verfällt, dann bekommt man weniger Aktionspunkte. Das gleiche gilt auch beim Haus. Deswegen renoviere ich das jetzt auch gleich mal. Und gleich klopft auch schon wieder Peter Zwegert an die Tür. Wie sieht's denn aus? 870, da könnten wir uns mal so langsam auf den Verkauf vorbereiten. Aber ich warte noch auf ein Starkbier. So. Und dann schicke ich... Nee, ich schicke nur einen Karren. Ja, einen Karren reicht. Okay. 870. Ich wäre dafür, dass der Preis jetzt wieder steigt und nicht fällt. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Er steigt, aber er steigt nicht sehr stark. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist so, der Karren ist da. 914. Ja, jetzt werde ich unruhig. Jetzt verkaufe ich. Ich wollte eigentlich gerade noch sagen, okay, ich warte jetzt noch, bis er auf 900 steigt, aber jetzt ist er über 900. Ach, ja, natürlich. Bei Duft und Kraut können die mit Bier nicht viel anfangen. So. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist ja. Rohstoffe. Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe. So. Ich könnte mal langsam in Angriff nehmen. Tatsächlich, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich investiere jetzt einfach mal die 10.000, um die Kellerstube zum Gasthaus aufzuwerten. Wird mal so langsam Zeit. Wir spielen schließlich schon seit 30 Jahren. Punktetechnisch stehe ich aber nicht mehr ganz so schlecht da. Also, naja gut, im Vergleich schon, aber wie gesagt, das kenne ich eigentlich schon. Die erste Dynastie ist auch schon ausgestorben. Das war eine Aufnahme, die fehlt, die, ja, kein Audio aufgenommen hatte, die ich dann leider wegschmeißen musste. Und ich sehe gerade, ich hätte mit dem Verkaufen warten sollen. Aber gut, 30 Dukaten mehr pro Stück. Na gut, das werden wir überleben. Wir sind ja ein reicher Bankier. Ich glaube... ja, das mache ich. Ich muss mein Bankhaus mal umbenennen. Und zwar benenne ich es um in nicht billiger Zins, sondern ich mache jetzt einen auf Poll und nenne es Deutsche Bank. Ja. Genau. Willkommen in der Deutschen Bank. So sah es 1430 in der ersten Filiale der Deutschen Bank aus. Und ich will immer noch meine ganzen Fremdwährungen loswerden, aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Naja, gut. Weil das Dumme an den Fremdwährungen ist auch, ich habe auch noch nie erlebt, dass die mal jemand tauscht. Also der Sinn der Fremdwährungen ist ja, es gibt ja den Fernhändler, Berufe. Hier den Fernhändler, also den Händler, später dann Fernhändler, beziehungsweise Fernhandelskaufmann. Der hat, Spielt euch übel mit. Ja, ja. Ich finde jetzt gerade keins. Der hat einen Lagerschuppen. Das müsste... Genau, das ist ein Lagerschuppen. Und der hat dann die Möglichkeit auf der Karte. Anders als wir hat der dann an jedem Eingang nochmal die Möglichkeit, in andere Städte zu fahren. Zum Beispiel Hannover, Köln und... Was war es noch? Köln, Hannover, Dresden. Genau, Dresden. Und kann dann da Rohstoffe günstiger einkaufen, kann die dann in der eigenen Stadt halt entweder im Lagerschuppen lagern, sodass man die da kaufen kann oder halt zum Marktplatz zu bringen. Nur ich habe noch nie erlebt, dass irgendwie die KI mal da was geändert hätte. Beziehungsweise da mal Geld getauscht hätte. Und die Spione waren erfolgreich. Sehr schön. Was haben wir denn diesmal?
Sabotage, Verwendung von Parfüm, Sabotage. Ach ja, das dunkle Mittelalter. So. Können wir das Lager wieder auffüllen. Die produzieren jetzt alle drei Starkbier, ne? Ja. 22 Weingeist. Wir haben noch 5000 auf der hohen Kante. Wir bekommen jedes Jahr Zinsen. Das ist sehr... Ach so, ich könnte eigentlich mal wieder... Das vergesse ich gerne schon mal. Genau. Beziehungsweise... Okay, das geht. Handwerkskunst. Ich habe aber noch etwas vergessen, denn ich habe ja noch die Blume der Zwietracht in meinem Inventar. Und die werde ich jetzt auch mal benutzen, nämlich zwischen... Jetzt muss ich gucken, wie ging das mit Steuerung? Nein. Man konnte irgendwie nachgucken... Okay. Gut. Dann habe ich das jetzt wohl zwischen den beiden gemacht. Ich wollte eigentlich nachgucken, wie gut die sich leiden können. Das ging irgendwie. Und ich will auch wissen, wie. Nein, 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 nein. Also es ging auf jeden Fall irgendwie. Ich komme nur gar nicht dahinter, wie. Und jemand hat uns Informationen abgekauft. Die machen uns nicht reich, aber glücklich. Geld ist immer gut. So, gleich ist der Tag rum und ich hoffe, dass es diesmal klappt mit der Wahl. Nicht so wie letztes Jahr. So, es ist Zeit nach Hause zu gehen. Erstmal die Abrechnung. Zinseinnahmen, 10.000. Ich glaube, ich verkaufe mein Gasthaus und setze mich zur Ruhe mit meiner deutschen Bank. Ja. Ich gründe noch eine zweite Filiale. Unter den Stadtdienern wird nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Es gibt lediglich zwei Bewerber um dieses Amt. Die Wahl ist entschieden. Unter den Stadtdienern wird nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Es gibt vier Bewerber. In Ermangelung eines Ernenners entscheidet das Los für... Ja, das Glück habe ich beim Los immer. Das ist blöd. Das heißt, derjenige, der vorher für uns entscheiden konnte, der hat jetzt ein anderes Amt. Na gut. Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent. Mhm. Ja, das ist immer noch das von vorhin, ne? Das wird wahrscheinlich auch jetzt jedes Jahr wieder erscheinen. Es gibt kein freies Amt. Also aber, da müssen wir ein Jahr warten. Dann wird... Genau. Dann werden zwei neue Stellen besetzt. Einmal der Gardist und einmal der Stadtschreiber. Dann wird die untere Ebene frei. Man kann nicht alles haben. Apropos, nicht alles haben. Theoretisch müsste doch Thalea mich jetzt heiraten wollen. Also, der springt immer erst... Ein von euch benutzter Gegenstand hat sein... Ja. Der springt hier immer erst um 9 Uhr um. Deswegen ist es immer noch ein Jahr. So, dann benutzt man direkt mal den nächsten Gehstock. Und sorgen auch direkt mal für Nachschub. Theoretisch. Praktisch stellt sich das etwas anders dar. Drechselei, Drechselei. Da ist noch eine. Vom Konkurrenten. Ja gut, der verkauft eh nur Waffen. Da bin ich jetzt auch nicht unglücklich drüber. Dann brauche ich nicht bei der Konkurrenz kaufen. Beziehungsweise bei einem KI-Gegenspieler. Ist ja keine Konkurrenz. Ich habe ja keinen Tischlereibetrieb. Apropos, ich kann mal gucken. Rüdigers Wirtshaus. Okay. Rüdigers Wirtshaus. Ich glaube, ich hätte Rüdiger heiraten sollen. Wirtshaus? Rüdigers Wirtshaus. Ich hätte Rüdiger heiraten sollen.
Ah, sie will mich heiraten. Hurra! Werte Anwesende, wir haben uns hier zusammengefunden, um den heiligen Bund der Ehe zwischen diesem Mann und dieser Frau zu beschließen. Wollt ihr diese Frau zu eurem angetrauten Eheweibe nehmen? So antwortet mit Ja. Ja, ich will. Ich kann ja jetzt auch nicht mehr anders. Wollt ihr diesen Mann zu eurem angetrauten Ehemann nehmen? Ja, wir überspringen das jetzt mal. Da kommt nicht mehr viel. Sie sagt jetzt ja, dann sagt der Priester wieder okay, dann geht hin und mehret euch. Blablabla. So, die ist aber, die war doch Schankwirtin, dritter Grad. Ich hatte jetzt angenommen, normalerweise, wenn jemand einen Grad hat, der höher ist als 1, dann haben die auch einen eigenen Betrieb. Rüdigers Wirtshaus. Ich sag ja, ich hätte Rüdiger heiraten sollen. Tja, gut. Die hat keinen Betrieb. Das macht mich traurig. Traurig. Mist. Ich hätte aber gerne noch einen Betrieb. Also noch ein... Ich könnte natürlich... Achso, ja gut, ich habe jetzt gerade das Kleingeld nicht. Der Papst hat sein Leben ausgehaucht. Die Gläubigen der Welt trauern und klagen. Nicht alle. Ich bin katarisch. So. Wie sieht's hier aus? Alles beim Alten. Gut, aber ich könnte mal wieder Gerste holen. Ich glaube, ich schicke auch beide Wagen. Ja, ich schicke beide Wagen. Ich kaufe zweimal Gerste. Rohstoffe kann man nie genug haben. So. Ach so, ja. Ich kann natürlich auch auf dem Marktplatz warten. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Freiherr. Mhm. Ich schau noch mal, ob ich nicht irgendwo noch mal einen über Talente auftreibe. Tue ich aber leider nicht. Gut. Dann warte ich auf meinen Karren. Ach. Importe. Rohstoffe. Und weg dafür. Und weg dafür. So. Bodos Bücherbude. Besorg mir mal ein Übertalente, Bodo. Der Papst ist tot. Ja, ja. Lang lebe der Papst. %50 der Kellerstube sind jetzt aufgewertet. Und ich könnte mal meine Aktionspunkte wieder sinnvoll einsetzen. Ich glaube, diesmal mache ich verhandeln. Ich hätte sowieso wahrscheinlich... Achso, ich kann ja jetzt gar nicht nachgucken, genau. Und da ist der zweite Karren. So. Dann müssen wir hier ein bisschen umschichten. Damit der große Karren frei wird. Ich könnte eigentlich noch einen... Obwohl, ja gut, jetzt gerade nicht. Aber theoretisch könnte ich ja noch einen zweiten holen. Beziehungsweise noch einen zweiten großen Karren. ...790. Sieht doch schon mal gut aus. Aber ich warte jetzt, bis ich hier den Pferdekarren voll bekomme. Da passen 25 rein und der Preis sinkt sowieso gerade wieder von daher. Körnermahlzeiten haben wir noch. Ich könnte mal noch ein paar... ...Dünnbiere machen. Warum immer ich? Weil ich dir jetzt eine Prämie zahle. Deshalb immer du. Und bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich könnte auch mal zum einen gucken, nein, gibt es noch nicht, aber vielleicht, ich habe Glück, es gibt Weidenruten. Dann kann ich meine Mitarbeiter mal wieder ein bisschen anstacheln. So. Ja, danach arbeiten die mit nie dagewesenem Eifer. Ein
paar Dünnbiere. Ich glaube, ich mache mal so 5 Dünnbiere, dass die Leute dann, die in mein Gasthaus kommen, auch ein bisschen was zu trinken bekommen und nicht nur Körnermahlzeiten futtern können. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeit. Dann machen wir das direkt nochmal. Ich habe ja so viele Aktionspunkte. So. Und da ist schon wieder Feierabend. Habt ihr denn wenigstens noch das zweite? Nein, natürlich nicht. Na gut. Ich brauche auch bald wieder Weingeist. Nein, ich will mich immer noch nicht duellieren. Aber danke der Nachfrage. Boah, Zinseinnahmen, da geht mir richtig einer bei ab, wenn ich das sehe. Wobei sich dann die Frage stellt, wie kommt es zu so einem geringen Barvermögen? Naja. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln. Ich vermute, die hohen Zinseinnahmen kommen dadurch zustande, dass der immer noch mit dem verstorbenen Schuldner rechnet und die deswegen so hoch sind. So, Stadtdiener. Oh, das ist aber doof. Das ist ja noch doofer. Dann... Hier wird das Problem sein, dass hier... Oh, ich bekomme ein Kind. Ein Kind! Aber ich bin noch zu jung, mit dem möchte ich nicht weiterspielen. Das heißt, der Name soll jetzt mal nachrangig sein. Aber wie nenne ich den? Den nenne ich mal Dagobert. Ich meine, wir sind ja jetzt eine Bankendynastie, dann heißt der Dagobert. Obwohl, dann müsste ich das Bankhaus eigentlich Geldspeicher nennen. Naja, das Problem wird hier sein, beim Stadtdiener, die liebe Ulrike, die wird sich wahrscheinlich als Ratsassistentin bewerben und steht dann leider nicht mehr zur Verfügung, um einen Stadtdiener zu wählen. Aber ich bewerbe mich da trotzdem mal. So. Und dann muss ich auch direkt mal wieder meine Mitarbeiter peitschen. Ein von euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. Der Silberring. War klar. Habe ich auch gerade schon gesehen. 875. Sehr schön. Na komm, 2 Dünnbiere lassen wir noch produzieren und dann setzen wir... Ich weiß gar nicht, wer gerade die Dünnbiere macht. Aber dann lassen wir denjenigen Weingeister machen. Die werden ja auch mal wieder gebraucht. Was? Was? Richterin Helga Güldenheimer. Ja, Helga Güldenheimer hat es endgültig zu weit getrieben, denn nun schlagt ihr zurück. Wild entschlossen stürmt ihr ins Rathaus und verpasst Helga einen Schlag mit der Faust. Schließlich mischen sich noch Diakonin Herdis Rupplinger und Steuereintreiber Ottobert Gravenstedt ein und es entbrennt eine wilde Schlägerei. Ja, da wurde wohl ein Gegenstand gegen mich und die anderen 3 verwendet. Ich weiß aber jetzt nicht welcher. Naja, gut. Das wird mich mit Sicherheit nicht unbedingt in deren Augen beliebter machen. Soll mir aber auch egal sein. So, statt Dünnbieren machst du bitte Weingeist. Silvia. Silvia war das, ja. 900? Oh ja, da muss ich eigentlich... Ich muss... Ach, ich bin so ungeduldig. Ich bin so ungeduldig. Soll ich nicht? Soll ich nicht? Ich warte noch. Ich habe gesagt, ich warte, bis der Karren voll ist. Komm, 1 noch. Bis dahin kann der Preis noch ein bisschen steigen. Ich glaube, der ist aber gerade schon wieder auf dem Weg nach unten.
Ich muss ja eh erstmal warten, bis der Karren da ist, dann... Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Oh, schön. Dann habe ich jetzt ein Gasthaus. Das Gasthaus Kellerstube. Da möchte ich aber jetzt mal einen Blick drauf werfen. Von außen. Sieht doch hübsch aus. Mit so einem schönen Zinnendach. Ja, schön, schön. Dann wird es gleich auch mal wieder Zeit zum Aufwerten. Beziehungsweise zum Einrichten. Und ich kann einen neuen Mitarbeiter einstellen. Aber erstmal, wie sieht's aus? Preis? Sehr gut. 926. Ich bin nun mal leider ungeduldig. Ich will's nicht nochmal. Ich will nicht nochmal warten. Sonst sinkt der Preis nachher noch und dann ärgere ich mich noch mehr. So. Importe. Nehmen wir einfach mal alle Rohstoffe mit. Ich überlege, soll ich nochmal Holzzapfen mitnehmen? Nein, ich mache erstmal die weiteren Aufwertungen in meinem Gasthaus. Und dann kann ich ja mal gucken, was da noch an Barschaft übrig ist. Aber als erstes Mal kommt ein neuer Schankjunge. Ja, ich kann nur einen einstellen. Okay. Was können wir denn erweitern? Eine Destillieranlage. Sehr schön. Die werden wir direkt mal bauen. Ist natürlich auch sehr cool, dass man die Destilliererlaubnis schon länger hat, aber eine Destillieranlage nicht. So. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Sehr schön. Und dann brauchen wir auch einen Wachhund und eine Eisentür. Zum Einbruchsschutz. Und der neue Arbeiter, den können wir auch direkt mal zuteilen und der bekommt direkt... was macht der? Der macht ja, auch ja. Starkbieren. Schädelbrände und Kräuterschnäpse. Die Schädelbrände, die können richtig, richtig teuer werden. Die können bis auf 2400, 2500 Dukaten steigen. Das rentiert sich richtig schön. Aber brauchen auch viele Rohstoffe. Nämlich nicht nur Holzzapfen, sondern auch Beschläge und drei Weingeist. Mal gucken. Oh, schön. Beim hinterhaltigen Schmugglergeschäft habe ich Geld verdient. Eigentlich müsste ich mir jetzt ins Fäustchen lachen. Und ich muss auf jeden Fall das Lager erweitern. So, ich glaube, ich mache es auch direkt mal. Ich baue komplett aus. So. Und ich muss wieder Rohstoffe verbrennen. Rohstoffe, Aktionspunkte meine ich. So. Und ich kaufe auch direkt nochmal einen neuen Karren. Mehr als drei kann man sowieso nicht haben. Habe ich meine Mitarbeiter dieses Jahr schon gepeitscht? Ja. Genau, ich wollte mich auch noch um die Beschaffung eines neuen Gehstocks kümmern. Beziehungsweise gleich mehrerer. So. Ich kann auch mal schauen. Vielleicht habe ich Glück. Ich habe Glück. Dann füllen wir auch direkt mal die Silberringe auf. Kämme haben wir noch. Schön, schön. Kann man nicht klagen. Wie steht es eigentlich um meine Gesundheit? Ja. Ja, bei meiner Frau ist es ähnlich. So. Ich glaube, ich schichte nochmal um. Achso, nee, ist ja schon... Was mache ich denn hier? War ja schon richtig. Dass die beiden Großen frei werden, genau. So. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Der Kamin, das ist sehr schön. Denn
Jetzt kann ich den Stammtisch bauen. Erweitern. Der Stammtisch ist sehr, sehr schön. Da bekommt man dann nämlich jedes Jahr, ich glaube 2500, am Ende des Jahres, gut geschrieben, wenn er voll besetzt ist. Und das ist meistens nach ein paar Minuten schon der Fall. So, Lager erstmal auffüllen. Ganz wichtig. Vielleicht ist ja jemand da, um 17 zu spielen. Es ist jemand da. Nur zu her mit den Würfeln um Haus und Hof spielen. So, lasst uns beginnen. Ich spiele gegen Marlene. Okay. Ja, natürlich. Erhöhen und weiterwürfeln. Oha. Eigentlich sind meine Würfel gut. Hehehe, sehr schön. Noch ein bisschen was zum Feierabend dazu verdient. Ja, ja. Ganz herzliche Gratulation. Ihr habt eure Fähigkeiten im so. Talent verhandeln durch die Lektüre des Buchs Kleingedrucktes für Kleindrucker gesteigert. Eure Fähigkeit ist okay. Und es gibt immer noch keine Übertalente. Sehr schade. Denn die Kirche hat mittlerweile auch schon zu. Selbst, ja gut, die haben auch keine davon mal abgesehen. Nun gut. Dann haben wir den Tag auch schon wieder rumgebracht. Wie sieht's denn aus? Warenverkäufe 20.000, das ist sehr schön. Ja, die Gebäudeerweiterung war natürlich teuer, logisch. Die Zinseinnahmen stimmen leider nicht. Aber so schlecht stehen wir ja gar nicht da. Ach ja, ich habe mich ja beworben, genau. Unter den Stadtdienern wird nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Es gibt 4 Bewerber. Nicht allzu überraschend, dass sie sich selber wählt. Ah, jetzt gibt's wieder keinen, der mich wählen könnte. Und beim Losen habe ich meistens nicht viel Glück. Nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Es gibt 4 Bewerber. In Ermangelung eines Ernenners entscheidet das Los für... Schade, schade. So. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln. Mhm. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzu... Den Stammtisch, den möchte ich mir mal ansehen. So, ist das nicht schön, direkt vor dem Kamin? Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Eine Erweiterung an... So, damit ist hier der Gastraum vollständig erweitert. Und der Produktionsraum auch. Wo ist denn die Destillieranlage? Ach da. Hübsch, hübsch. Dann machen wir nochmal Handwerkskunst. Und ich will auch nochmal schauen, dass ich meine Gebäude durchrenoviere. Ist zwar noch nicht so sehr nötig, auf der anderen Seite ist es so auch nicht sehr teuer. So. Dann, meine Lieben, produziert fleißig weiter. So. Ich könnte mal gucken. Aber ich möchte eigentlich noch keine Beschläge kaufen. Die sind, genauso wie die Holzzapfen, sind die relativ teuer. Ich könnte aber die Produktion tatsächlich mal auf die Fahnenbräupilsener umstellen. Und das mache ich auch. So. Dann sperren wir das wieder. Und mit so einem Blick auf die Uhr
würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder.